Vater oder Mutter, wer hat mehr Rechte? Wenn jemand tatsächlich in einer Situation ist, wo der Vater von einem etwas verlangt und die Mutter etwas Gegensätzliches verlangt, dann sollte man der Mutter den Vorzug geben. Und dies aufgrund der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er danach gefragt wurde, wer das höchste Anrecht einem gegenüber hat, also wer die höchsten Rechte uns gegenüber hat. Und da hat der Prophet alaihi salatu wasallam dreimal gesagt, dass man der Mutter gehorsam sein soll. Und einmal hat er gesagt dem Vater. Daraus haben die Gelehrten entnommen, dass die Mutter die Person ist, die die meisten Rechte gegenüber ihrem Sohn hat, gegenüber dem Mann hat. So sollte man der Mutter den Vorzug geben, wenn sie von einem etwas verlangt und der Vater etwas Gegensätzliches verlangt. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sie nichts Verbotenes verlangt und dass sie nicht verlangt, dass man ungerecht gegenüber dem Vater ist. Und natürlich sollte man auch den Vater gut behandeln. Aber die Mutter ist schon etwas Besonderes. Und das aufgrund ihrer Qualen bei der Geburt, ihrer Schmerzen während der Schwangerschaft, aufgrund der langen und vielen Nächte, die sie über dein Bett gewacht hat und aufgrund der Zeit des Stillens. Daher behandelt eure Mütter gut, solange sie noch lebt und behandelt sie auf eine Art und Weise, wie ihr selbst gerne von euren eigenen Kindern behandelt werden wollt. Für weitere Fragen stellt eure Frage gerne in den Kommentaren und denkt dran, bleibt standhaft.